Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen. Zweiter Tag, Legal Revolution. Manche sagen auch Legal Evolution. Also hier passiert sehr, sehr viel. Und ich bin hier jetzt beim Stand von Dilly Trust und habe gerade den Florian überzeugt, mit mir ein Interview zu machen. Florian, vielleicht sagst du einfach ganz kurz, was machst du bei Dilly Trust den ganzen Tag? Ich, Nix. genau, Messe, Kaffee trinken, Messe, nein. Mit spannenden Leuten sprechen. Hier insbesondere natürlich, ist eine super Veranstaltung. Ist eine ganz wilde Mischung, würde ich sagen, aus Kunden, Kanzleien, Partnern, Unternehmen, Rechtsabteilungen, allen möglichen potenziellen Partnern und Dienstleistern aus dem weiten Kontext DigiTech. Insofern eine sehr spannende Konstellation, weil wir im Prinzip einerseits mit potenziellen Partnern und Kunden sprechen können, gleichzeitig auch natürlich irgendwie viele Ideen aufsammeln, viele Bedarfe sehen. Insofern ist es eine ganz, ganz gute Veranstaltung, viele Gespräche führen. Bin das erste Mal hier, aber ich finde es richtig gut. Ich bin in der Tat auch das erste Mal hier und ich habe so den, also ich bin ein bekennender Messefan, habe auch schon selber Messen organisiert, so die letzten Jahre. Und für mich kommt es so ein bisschen rüber, hier ist irgendwie so ein Hotspot, ne? So ein Legal Tech Hotspot, wo, so wie du es gesagt hast, wo alle, ich nenne es jetzt einfach mal so ein bisschen hochtrabend, Stakeholder zusammenkommen, sich zusammenfinden und was ich auch extrem gut finde, es entsteht auch Neues, ja, hier auf der Messe, neue Partnerschaften, neue Ideen und so weiter. Vielleicht nochmal ein bisschen Einblick in euer Portfolio. Du hast mir gestern erzählt, gestern Abend bei der Party, ihr seid ja noch gar nicht so lange in Deutschland. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu eurer Historie und zu eurem Portfolio. Sehr gerne. Also wir sind Dilly Trust, ein französischstämmiges Legal Tech. Hauptsitz ist in Paris, aber wir haben inzwischen 12 oder 13 Büros weltweit. Das deutsche Büro haben wir vor knapp 2 Jahren explizit ausgegründet. Wir haben schon einige Kunden natürlich auch schon vorher hier im deutschsprachigen Raum gehabt. Wir betreuen jetzt hier aus München heraus den deutschsprachigen Raum, also auch die Kunden in Österreich und der Schweiz. Und zu unserem Portfolio, das besteht aus einer Governance- und Compliance-Suite aus 5 Modulen, die alle sehr gut miteinander funktionieren, aber natürlich auch autark bzw. singulär. Das umfasst ein Contract Lifecycle Management, ein Legal Entity Management zur Verwaltung von Unternehmensstammdaten und Mandaten, Vollmachten und dergleichen. Ein Boardportal für Aufsichtsrats- und Verwaltungsratssitzungen, eine Datenraumlösung und ein Litigation Management. Insofern also eine sehr, sehr runde Suite, sehr umfangreich mit einem großen Portfolio. Und insofern sind wir hier, glaube ich, auch sehr gut aufgehoben. Dient ja auch zur Absicherung, ja? Also haben wir haben ja gestern drüber gesprochen, über die verschiedenen Dinge, die ihr anbietet. Was war das die Beteiligungsgeschichte? Ich sage es einfach mal so in meinem flapsigen Deutsch hier. Finde ich mega spannend, ja, dass man immer feststellen kann, was hat sich an der Beteiligungsstruktur wie verändert und so weiter. Und das aber dann rechtssicher, ne? Vielleicht sagst du da noch ein bisschen was dazu. Absolut. Also gerade aus diesem, sagen wir, Portfolio oder dieser Bandbreite an Produkten kommend, ist Datenschutz und Datensicherheit natürlich ein ganz wesentliches Thema für unsere Kunden. Das beginnt aber auch oder zieht sich letztlich natürlich auch in die Produkte durch. Sprich, jede unserer Lösungen hat jeweils einen kompletten Audit Trail, sodass ich en Detail dokumentiert und rechtssicher dokumentiert nachvollziehen kann, zu wann welche Entwicklung war. Und gerade das Legal Entity Management beispielsweise ist natürlich prädestiniert dafür, beispielsweise auch zu gewissen Stichtagen in der Vergangenheit, individuelle Reportings und Analysen zu fahren. Wie war meinetwegen meine Mandatsstruktur? Wie waren meine Beteiligungsstrukturen in gewissen Ländermärkten, in gewissen Rechtsformen, sodass ich eben eine vollumfassende Dokumentation habe und auch ganz dediziert Analysen, je nach Bedarf oder je nach konkreter Frage auch fahren kann. Das mit den Besprechungen und Meetings, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Vielleicht sagst du da noch was dazu. Ich gebe dann auch noch meinen Senf dazu. Sehr gerne. Also bei einem Aufsichtsrat ist klassischerweise der Fall, dass der in aller Regel aus externen oder unternehmensfremden Mitgliedern besteht, die also keinen Zugang zu Laufwerkstrukturen, kein unternehmenseigenes E-Mail-Postfach und dergleichen haben. Und bis dato dann, salopp gesagt, ganz oft die vertraulichsten und wichtigsten Unternehmensunterlagen an private oder semi-private externe E-Mail-Postfächer verschickt werden, was natürlich eine ungute Situation ist. Insofern bieten wir mit unserem Boardportal eine sichere Plattform, auf der derlei Gremien kollaborativ und sicher zusammenarbeiten können, Daten austauschen können, rechtssicher dokumentiert Umfragen, Votings, Abstimmungen, Beschlüsse managen können. Insofern ist das adressiert das, glaube ich, einen ganz akuten Need.
Also das finde ich auch. Ich bin ja auch im Deep-Tech-Bereich unterwegs. Also wenn es gerade um disruptive Technologien geht, also ich sag mal, die wirklich die Welt verändern, also so Thema iPhone-Moment und so weiter, da gibt es ja auch immer wieder Perlen, ja, und wenn die halt dann als Startup unterwegs sind und dann kommen sie in die nächste Phase und die stehen natürlich dann auch unter Beobachtung, ja, und ich sag jetzt mal, die Beobachtung ist ja nicht immer positiv, ja, sondern es kann ja auch negativ sein, insofern, dass, ich sag jetzt mal so, öffentliche Postfächer abgefangen werden und so weiter. Und ich glaube, da sind viele, viele, viele noch blauäugig, was das angeht, ja. Und deswegen finde ich das schon, ja, es gibt eine Sicherheit und einen Investitionsschutz also für die Investoren und auch für die Gründer und so weiter. Deswegen fand ich das gestern ganz spannend, als du das gesagt hast. Wie geht es für euch jetzt weiter dieses Jahr? Was habt ihr sonst noch so vor? Wir sind in der glücklichen Situation, an vielen Produkten gleichzeitig arbeiten zu können. Also wir sind ein relativ großes Team, gut 250 Kollegen. Und dadurch, dass wir auch schon inzwischen einen relativ großen Kundenkreis haben, etwa 2.500, sehen wir natürlich auch sehr, sehr konkrete Feature-Requests, Produktweiterentwicklungen, an denen wir dediziert arbeiten. KI ist für uns natürlich, klar, ist eine Binse, ein großes Thema. Da arbeiten wir an spannenden Produktweiterentwicklungen neben den bereits bestehenden Lösungen. Und wir werden sehenden Auges noch das ein oder andere Unternehmen auch akquirieren können. Wir haben gerade vor ein paar Wochen ein spannendes Unternehmen in Frankreich kaufen können, Astea, das uns dabei helfen wird, unser Produkt oder unser Produktportfolio intensiver beispielsweise mit der Microsoft Office-Welt zu verbinden. Und ich bin mir sicher, dass wir auch noch das ein oder andere weitere Akquiseobjekt machen können dieses Jahr und so unser Portfolio und auch unsere Märkte weiterentwickeln können. Hört sich spannend an. Florian, vielen Dank für deine Zeit und fürs spannende Gespräch. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Messe und gute Zeit. Tschüss. Sehr gut, vielen Dank. Dito.